Ja. Was fühlt sich so an? Was fühlt sich so an? Well, this one was easy, I think. So, ich muss mich jetzt. So, der Geist ist frei. Ja? Eine leckere Pfeife. Ich glaube, ich ziehe auch mal ein My bisschen an dear meinem. old pal, Gutes Timing. Nora. I wish I could write something else, but a long time ago I promised you I would never lie to you. So here goes. There is no cure for your illness. What you carry in your blood is changing you, and it will keep changing you until it's done, whatever that means. There is nothing we can do to stop it. My dear old pal, my partner, the love of my life, I am so sorry. I've made so many mistakes. All those deaths because of me. Frank, DeWitt, Roy. All for nothing. Maybe Teharo is right. Maybe we can return to the beach and build a raft to get back to Papiete. Maybe in less than a month, I could be back. There's no cure? Vapor intuition. But he didn't finish the letter. What did you do, Harry? Where are you? I know for sure that you didn't go back home, so what? What do I do now? Are you still on the island? I have to find you. Oh, hier sind wieder so viele Notizen. God's blood. Does this mean that... Is this related to me somehow, to my disease? Wer Gottes Blut in sich trägt, wird auf ewiges Leben ewig in ein Wassertier verwandelt, Schicksal unvermeidbar. So that's how you mark the symbol's orientation. Mechanismen drehen sich, wenn das Rad gedreht wird. Wie beginnt der Satz? Norden wurde verändert. Oh Leute, das wird nochmal knackig jetzt hier. Eternal I'm starting to Leben. Understand this language. Ja? Also ich nicht. This one was really hard to figure out. Good job, Harry. Weiß ich nicht, warum das Infinity sein soll hier. Das sieht eher aus wie... Das ist für mich Abkürzung. Oder Umleitung. Aber okay, aber gut. Well done, Harry. Boy, am I lucky that you did the hard part of figuring things out. A, B, A, B. Ihre Sprache funktioniert, indem man verschiedene Symbole zu einem neuen Symbol kombiniert. Ideogramme? Aha. John McCormack's dear old pal of mine? Nee, 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 nee. My favorite song. Meint ihr, ich werde dafür gestrikt? Aber das ist ein... Das ist klassische Musik. Hallo. Du willst mir doch nicht erzählen, dass Warner Music oder so die Rechte für irgendwelche alten klassischen Stücke hat, oder? Ich hoffe nicht. Lass die Musik mal laufen. Ganz atmosphärisch. So, ich finde ja schon mal gut, dass die sich die ganzen Sachen notiert, ja? Verwandlung, flüssig, Leben, ewig. So, wir gehen mal erstmal... So, wir fangen mal hier an. Ich glaube, das habe ich noch nicht gelesen. Doch, flüssig, ne? Verwandlung. Irgendwas bewegt sich hier, wenn ich das betätige, aber ich weiß nicht was. Ich kann so schnell nicht gucken. Nee, ich glaube, das ist wirklich nur das Teil. Rätsel sind immer nice. Sichte morgen Pflanzen auf Platten auf. Die musste ich heute vorbereiten, weil wegen Zeiteinteilung, bla bla bla.
Das Leben erzählt mir bloß nichts vom Leben. Da bist du bei Bio an der falschen Adresse, ne, Para? Das ist Leben pur. Para geht übrigens viel besser von der Schnalze, von der Zunge. Von der Schnalze? Alter, was laber ich? Wegen Zunge, weißt du? Bin ich direkt auf Schnalzen gekommen. Weil logisch wäre ja Androide zu sagen. Aber Para ist einfach... Melo ist einfach ein Trendsetter. Melo, die settet einfach die Trends. Und ich folge. Blind. Boah, Leute, ich weiß echt nicht, was ich hier tue, ne? So. Die linke Seite haben wir fertig. Linke Seite interessiert uns nicht mehr. Wir sind jetzt bei der rechten. Die hat Verwandlung, flüssig, Leben und ewig in eine Reihenfolge geschrieben. Ich weiß nicht, Achso, Moment mal. Ich glaube, ich muss mir die erstmal alle angucken hier. Ja, den habe ich, glaube ich. Hier muss ich doch erstmal alles ins Notizbuch, ne, reinkritzeln. Dann ist das doch viel übersichtlicher. So, meine Herren. Das ist ein Zitat von dem Paranoia. Ach so. Es ist spät, Jack. Ja, danke schön. Danke fürs Verständnis. Mit der Schnalze. Zungen. Hat gut gepasst. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sie hat einen neuen Eintrag. Ich habe Angst, das zu schreiben, weil da normal wird. Das ist nur ihr privater Bullshit hier. So. Verwandlung. Kombinierte Symbole ergeben neue Wörter. Okay. Aha. Das heißt, um die Nummer 1 unten, also Gottes Blut quasi, um das hinzukriegen, brauchen wir Leben, wir brauchen flüssig und wir brauchen ewig. Wenn ihr die Symbole aufeinander legt, bekommt ihr die 1 unten oben links. Also was nochmal? Alles außer Verwandlung quasi. Aber wie gehe ich das jetzt an? Wie aktiviere ich das? Hier kann ich nichts machen, oder? Nein. Gut. Water Animal. Nee, das ist genau das, was wir nicht brauchen. Wie aktivieren wir denn die Teile? So? Kombinierte Symbole, ja. Okay, das habe ich verstanden. Aber... Okay, das ist die 3? Moment. Das Symbol hier ist Leben. Ich verstehe diese
das Ding hier nicht. Ich verstehe nicht, was diese Positionierung hier soll. Wir müssen dann immer auf 12 Uhr, oder wie? Hä? Es gibt keine neue Seite. Also wir haben nur diese eine Seite. Damit müssen wir arbeiten. Ja? Ach so, ich muss... Nee, oder? Ich muss... Muss ich das hier rausfinden? Aber das wäre doch... Das wäre Wassertier. Wassertier ist, wenn ich... Leben... Und flüssig kombiniere. Leben und flüssig. Das da ist Leben. Nee, das da ist flüssig, das hier ist Leben. Wie positioniere ich das am logischsten hier? Und was sollen diese fucking Kreise hier? Versuch's. Danke. Versuch's dann mal. ja, versuchen scheitert's nicht. Ich habe noch nicht. Es gibt nur eine Sache, die ich nicht gecheckt habe. What the hell is this? Someone punched the wall so hard that they bled. Was it you, Harry? Ich habe nur nicht verstanden, was diese Teile hier bewirken. Irgendwas passiert, aber ich check nicht was. Aber sollte nicht so schwer sein. Bedeutet der Hai-Irone? Bedeutet der Stein vielleicht, wie gezählt werden muss? Also wo der Stein oben ist, ist die Zahlenreihe immer 1. Links oben, 2 rechts oben, 3 links unten, 4 rechts unten. Was der ja nicht macht. Kimi Mao. Wenn ich jetzt... Weil die Steine unterscheiden sich. Ja, genau. Also, von der Logik her hast du vollkommen recht. Aber der stellt sich ja auf 90 Grad immer. Der stellt sich ja nicht hier hin. Wenn er sich hier hin stellen würde, würde ich sagen, okay, das zählt als 1. Ne? Aber der Stein, der stellt sich hier hin. Ja, was ist das jetzt? 1 oder 2? Welcher Quadrant ist das? Ich habe keine Ahnung. Wenn du den Stein drehst, gilt die Zahlenreihe anders. Du hast da zum Beispiel jetzt 1 und 3. Ich habe hier jetzt 1 und 3. Oh Mann. Wisst ihr auch, warum ich das Spiel als erstes spielen wollte heute? Weil ich wusste ganz genau, wenn ich das nach Valhalla spiele... So nach 10 Uhr oder nach 11 Uhr kriege ich nichts geschissen. Oh Mann. Irone, wir spielen ein Indie-Spiel, das nennt sich Call of the Sea. Und wir sind gerade am Rätselraten. Mehr habe ich nicht. Weil er oben ist. Und links oben ist immer
1. Und unten links 3. Hä? Ja. Also wie gesagt, ich check das jetzt nicht, was du meinst. Wenn ich jetzt, guck mal so, wir haben das Notizbuch jetzt offen, ja? Ich habe da die weiße 1, 2, 3, 4. Und dann haben wir ja das goldene Viereck. Das goldene Viereck symbolisiert ja quasi diesen Apparillo hier. Ne? So, der ist ja jetzt in der Mitte. Das Spiel macht super Bock, Irone. Das Ding ist ja in der Mitte zwischen 1 und 2. So, welchen Quadranten zählt der jetzt? 1, 2, 3, 4 und beim Bild hast du nur 2 Sterne auf der linken Seite. Ja. Also ist das 1 und 3. Ne? Da sind wir uns einig. Das heißt, wenn ich den so mache, ich weiß gar nicht, warum ich hier so am Rumschreien bin, habe ich jetzt 1 und 3 gewählt quasi? Meinst du das? Nee, macht doch auch keinen Sinn. 1 und 2 jetzt. Jetzt habe ich 1 und 2 gewählt, weil du immer aus Position der Raute gucken musst. Als wäre sie oben. Oh, Moment, Moment. Ich glaube, ich weiß, wie du das meinst. Also das wäre jetzt quasi 12 Uhr. Dann wäre das 1 und 2. Ach, so meinst du das. Hör mal. Du bist aber eine clevere Kerlchen. Das heißt jetzt, was? Also wir müssen ja kombinieren. Ich weiß ja noch nicht mal, um ganz ehrlich zu sein, was unser Ziel ist. Also wir müssen das hier rausfinden, ne? Denke ich mal. Wir müssen Water Animal finden. Kein Plan, aber das macht für mich am meisten Sinn bezüglich der Funktion des Drehens. Ich habe das aus der Sicht gar nicht wahrgenommen. Aber im Endeffekt sagt er das ja in der Zeichnung, ne? Immer wie 12 Uhr ist unten drunter quasi 1, 2, 3, 4, die 4 Quadranten. Leider nein, Androide, aber es gibt viele Spiele, die ich nicht kenne. Firewatch ist ein ähnliches Spiel. Boah, Alter, aber kombinierte Symbole ergeben neue Wörter. Das haben wir schon verstanden. Ich bin mich auch voll am Wiederholen, ne? Merke ich gerade. Sorry, Leute. Das heißt, Wassertier ist die 3. Wassertier ist die 3. Dann würde ich jetzt gucken, welches Bild hat nur einen Stern? Hä? Echt? Das wäre oben Verwandlung. Aber oben Verwandlung hat doch nicht das passende Symbol. Verwandlung ist ja das mit den Kreisen oben und unten. Das passt ja noch nicht mal zum Wassertier. Wassertier ist quasi Leben und flüssig. Wassertier ist ja Leben und flüssig. Ja genau, am Wassertier in der Nähe. Boah, das ist immer schwer, ne, wenn man im Chat tippen muss. Ich verstehe euch auch, ey. Der Streamer nix rafft. Aber unten im Notizbuch ist es 3. Ja. Dann sagst du, muss ich das so machen? So? Dass das quasi die 3 ist?
Und hier steht auch noch 1, 2, 3, 4. Achso, Moment mal. So würde es laut meiner These passen. Ja, coole These. Oh Mann. Das ist jetzt aber nochmal eine Herausforderung hier. Also wir... es ist definitiv einfacher, als wir es uns machen gerade. Was hätten wir noch? Also, wie gesagt. Wir müssen dieses Symbol... Ne, der sagt ja extra, kombinierte Symbole ergeben neue Wörter. Ne? So. Oben... In der Aufzählung von diesen Wandbildern sind die Bilder, die diese Zeichen alle separiert. Unten sind die kombiniert in diesem Kreis. Wir brauchen das Wassertier, anscheinend, ich hoffe. Das heißt, wir brauchen, wie gesagt, Leben und Flüssig. Ja? Das ist einmal dieses Kreuz quasi und einmal der Kreis links. Der Halbkreis links. So, das hier ist das eine. Das heißt... In deiner Theorie müssten wir das so stellen, aber dann wählt er zwei Sachen aus. Oh, Moment, wir müssen das... Warte mal, so... So wäre das 3 und ewiges Leben. 3 und 4. Man, das kann doch nicht so schwer sein. So, und dann brauchen wir das. So, ich sehe gerade die 2 unten rechts. Die 2, die hat als einzige keinen Halbkreis. Das heißt, wir müssen das so positionieren, dass das so auf 12 Uhr ist. Ne, das macht keinen Sinn, ey. Gottesblut und Wassertier wäre jetzt. Gottesblut und Wassertier. Ne, so nicht. So wäre... Wassertier und ewiges Leben. So wäre Gottes Blut und Wassertier. Wenn ich das so positioniere. Funkelt der Stein jetzt mehr oder nee, ne? Also das wäre jetzt Gottes Blut und Wassertier. Ja. Aber hier ist komisch. Weil das ist echt hart. Das ist echt hart. Du hast mir jetzt auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Perspektive gegeben, Kimi Mao. Aber ich weiß nicht, also wie gesagt, mich irritiert nur diese fucking, diese Raute hier. Und immer wenn ich das Ding betätige, habe ich das Gefühl, hinter mir dreht sich irgendwas, so rein audiotechnisch. Aber hinter mir bleibt, glaube ich, immer alles gleich. Ich glaube, da tut sich nichts. Die Symbole an der Wand, die haben, denke ich mal, keine Bedeutung. Außer jetzt Water Animal. Die Notizen brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Die hat sich alles notiert. So, was wäre das jetzt? Ich check mal nochmal aus. Ne, so nicht, sondern so. So skippt er quasi ewiges Leben. Oder wir müssen die, die frei sind, die freien Stellen. Aber dann, dann würde das jetzt auch keinen Sinn ergeben. Es macht auch keinen Sinn. Macht doch keinen Sinn.
Was war das Zeichen für Wassertier noch auf der Wand? Also Wassertier ist das hier, ne? So, wie gesagt. Leben, das und das. Wenn du die beiden kombinierst, kriegst du Wassertier. Laut den Notizen müssen wir kombinieren. Kombinierte Wörter ergeben neue Wörter, neue Bedeutungen. Das heißt, im Endeffekt können wir oder sollten wir das und das hier ignorieren. Aber die sind ja nicht ohne Grund da. Zumal man die auch noch betätigen kann, die Scheißdinger. Achso, Moment mal, vielleicht kann ich ja... Wenn das jetzt 12 wäre... Ich komme nicht damit klar, dass man oben das gleiche Wörter hat im Notizbuch teilweise, wie unten bei 1, 2, 3, 4. Das ist ja... Du musst das so sehen, die oberen 4... werden zu den unteren kombiniert. Zum Beispiel, wie gesagt, die zweite Zeile flüssig und die dritte Zeile leben werden zu der Nummer 3 kombiniert. Die zweite Zeile, die dritte Zeile und die vierte Zeile werden zur Nummer 1 kombiniert. Also wenn du die quasi übereinander legst, entsteht die Nummer 1 oben links. Das habe ich alles verstanden im Endeffekt, aber ich kann daraus nichts zaubern. Weil diese komische Apparatur hier, dieser Mechanismus, den habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. In welcher Position der was macht. Ich resette mal alles. Ich resette mal alles. Also hier kann ich, glaube ich, nichts machen, oder? Ich resette mal alles, ich fange noch mal von neu an. Wie gesagt, so schwer kann das nicht sein. So, wir brauchen das. Ach so, Moment mal, oder? Was passiert, wenn man die Mitte? Meinst du das Ding? Das ist nur ein Aufzug. Drück da mal nochmal drauf, aber der fährt uns so runter, wie du siehst. Und zwar ohne Unterbrechung. Er hätte ja sein können, dass da irgendwas passiert. Man soll ja nichts unversucht lassen. Ich meine, irgendwelche Tipps hier unten haben wir nicht, ne? Nee, das ist schon... Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee, was wir oben machen müssen. Ich glaube, ich habe jetzt eine Idee. Und zwar müssen wir alle vier auf jeden Fall betätigen. Ja. Und das Ziel ist, dass wir 1, 2, 3, 4 da vorne genauso hinkriegen wie da unten. Das bedeutet, vielleicht bei dem Wassertier anfangen, weil es eingekreiselt ist. Boah, Alter. Kann doch nicht sein, dass das so schwer ist. Gut, dann müssten wir, wie gesagt, dann müssten wir das so machen. Dann müsste das hier hin, nach deiner Theorie, und ehrlich gesagt, macht für mich auch keine andere Theorie Sinn. Und die muss, und Leben muss dann so. Leben muss dann auf 9 Uhr. Kann ich vielleicht irgendwas machen jetzt? Fuck you, man. Also mit deiner 12 Uhr Theorie hätten wir jetzt flüssig und leben unten links quasi auf der 3. Unter anderem. Ja, unter anderem.
Ach so, Moment mal. Moment mal. Ach, ich glaube, ich hab's. Ich versuche jetzt mal was. 3 muss mit Wassertier belegt sein, aber wie? Ich glaube, ich habe es. Ich versuche es mal. Ich versuche es mal. Da muss ich mich aber jetzt echt irgendwie konzentrieren. So, ich fange mal ganz unten bei ewig an. Ewig ist ja ein Strich quasi nur. Rechts ein Strich, ja. Und unten haben die 1, die 2 und die 4 jeweils rechts den senkrechten Strich in der Raute drin. Ich gehe also davon aus, dass wir das genau so positionieren müssen, ja. Das heißt, die 12 muss auf 6 Uhr. Das Ding muss auf 6 Uhr, ja. Wenn man das dann umdreht, sind 1, 2 und 4 jeweils mit einem senkrechten Strich. Ich entferne mich mal von dem Wassertier. So, jetzt sind wir bei Leben. Leben ist links ein Kreis, ein Halbkreis. Der wiederum ist bei 1, 3 und 4. Das heißt, wir müssen das auf 1, 3 und 4. 1, 3 und 4. Das müsste dann auch auf 6 Uhr sein. Nee, Moment. Da, ne? Müsste dann auch auf 6 Uhr? Das wäre auf jeden Fall 1, 3 und 4. Das wäre 1, 2 und... Nee, Moment. Boah, ich muss mich hier echt biegen. 1, 2 und 4. Ja, das ist richtig. Und Halbkreis wäre 1, 3 und 4. Nee. Doch, 1, 3 und 4. Das heißt auch auf 6 Uhr. Verwandlung auf 3 Uhr. 3 muss mit Wassertier belegt sein, aber wie? Weil es gibt einen unten rechts für Verwandlung auf 3 Uhr 100% und ewig kann entweder 3, 6. Verwandlung auf 3 Uhr. Verwandlung auf 3 Uhr, lass mich mal schauen. Genau. Genau so meine ich das. Verwandlung auf 3 Uhr, weil dann hast du quasi die 2. Ja, ich glaube, wir denken dasselbe. Und was meintest du? Was haben wir denn da noch? Flüssig, ne? Flüssig müsste dann auf 1 und 3 sein. Also auf 12 Uhr. Flüssig müsste auf 12 Uhr sein. Aber dickes, fettes Bock. Aber ich sehe an deinem letzten Kommentar, dass du das auf jeden Fall genauso meintest wie ich, Kimi Mao. 100%. Ich gönne mir mal einen. Aber was total verwirrt hat, war dieser Scheiß hier. Und dann sagt die uns auch noch, Water Animal, das muss irgendwas bedeuten. Nee, das hängt alles miteinander zusammen. Das Spiel hat uns auf die falsche Fährte geschickt. Nee. Und das um, weißt du, 10 nach 12. Da wächst mir echt ein Hörnchen. Du sagst, Water Animal. Das muss es sein. Okay, was ist das?
Erstmal lesen, Chat. Erstmal lesen. Ich komme nicht weiter. Ich habe alles. Ich habe alles versucht. Aber es. Es funktioniert nicht. Was fehlt noch? Die Reihenfolge hat gestimmt und meine Hand. Ich kriege das Ding nicht mehr zum Laufen. Boah, ich sehe gerade, mein Oberteil ist voll am rauskien hier. Shit. Weil das Spiel einfach zu grün ist. Ich muss den Fluss da unten überqueren, aber wozu eigentlich? Ja, wozu ist immer eine gute Frage. Those are drums of some sort. Hat ein bisschen was von einem Google Chrome hier. What? Follow the sequence. Ja, was ist denn die Sequence? Nora, you idiot, just follow the sequence. Ach so. Reicht jetzt. This technology never ceases to amaze. Das hätte aber auch dezent in die Hose gehen können. Mit meinem Goldfischgedächtnis. Ey! Das ist nicht der Mr. Spock? Nee, der ist genau andersrum. Das ist der Reverse Spock. Quasi der Cops. Harry said it didn't work for him. So it shouldn't work for me either. Unless there's something different about my hand. Anyway, Nora, you know what you've got to do. Oh shit. My hands. Look at my hands. This is definitely not a dream. And I'm starting to doubt the others were dreams too. Zweifelt, dass das Träume sind. Ich bin ehrlich gesagt immer weiter davon überzeugt, dass das Träume sind. Kapitel 5, versunken. Schwimmhäute. Da saß jemand zu lange in der Badewanne. Typical Lovecraft. Kennt ihr diesen Film? Ich weiß nur, der Regisseur Guillermo del Toro, wo sich so eine Frau in so einen Fischmenschen verliebt. Boah, ich hab den schon wieder voll vergessen, aber ich muss gerade total daran denken. Da hoch, schätze ich mal. Ich finde aber ihre Schwimmanimation cool. Also wenn ich seitlich schwimme, quasi den Strafe mache, dann macht die das auch wirklich. I like. Ariel, die Meerjungfrau, genau.
den Namen vergessen, aber du weißt, welchen ich meine wahrscheinlich, ne? Those gates, like the one I saw in the temple. Warte, ich muss das jetzt wissen. Guillermo del Toro Fischfilm. Ah, Shape of Water, genau. Krass, mein Handy hat das gefunden. Nicht schlecht, oder? Dafür, dass ich Guillermo del Toro Fischfilm gesagt habe. Shape of Water, ganz genau. So, jetzt wieder Mensch, oder wie? I'm back to being me. Naja, nicht wirklich. Was, ein bisschen was? Achso, das ist die Sonne. Das ist die Sonneneinstrahlung gewesen. Ich dachte, die glüht. Was ist das? Irgendwelche Teller? It's hard for me to understand how these gates work. What happens every time I cross one of them? Ja, du wirst zu einem Fisch. Da ist der nächste Gate. Under the sea, under the sea. Mir fällt jetzt keine passende Melodie ein. Para. Aber wahrscheinlich kenne ich das Lied. Was ist das? Another panel of this strange technology. What's it for? Something related to the currents? Oh, ich kann sogar was machen. Ich glaube, die müssen simultan auftreffen. Ah, das war jetzt, glaube ich, zu spät. Nee, war richtig. Oder? Hä? War das jetzt nicht richtig? Nee. Ich keine zweite Chance. Alles oder nichts. Darling, it's better down where it's wetter, take it from me. Poste einen Link, mach das mal. Haben wir einen Octopus Garden in the shade? Leute. I'm lost. Mein Gott, warum darf ich jetzt nicht nochmal? Habe ich das Rätsel anscheinend richtig gelöst oder was ist los jetzt hier? Da ist aber immer noch eine Strömung, ich komme da nicht rein. Was ist das? Ach so. Okay. Vielleicht muss ich zurückschwimmen. Nee, macht er auch nicht. Ich glaube, ich muss das Spiel neu laden. Der lässt mich nicht. Also gerade konnte ich noch, aber jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist ein kleiner Bug.
Name ist Buck. Ich fahre gern meinen Truck. Ich komme da nicht rein. Hier kann ich auch nichts machen. Ich glaube, das ist ein Bug. Oder? Nee. Hauptmenü? Ja, speichern. Ich weiß jetzt nicht. Speichern. Ich weiß nicht, wie clever das ist, jetzt zu speichern. 0.18 Uhr? Ja, komm. Zurück zum Hauptmenü. Ja. Da müssen wir das Spiel nochmal laden. Oder weiter. So. Another panel of this strange. Zum Kontrollieren der Strömungen. Richtungswechsel. Technology. What's it for? Something related to the currents? Also, die Richtung ist jetzt gerade in meine Richtung. Das heißt, wir müssen die umdrehen, so wie ich das vorhin gemacht habe. Ich versuche das mal nochmal so. Ui. Wieso gibt er mir dann die Option? Also manchmal. Ui. Lag fest. The island is pierced by underground currents. Haben wir hier so ein Gate? Da ist ein Gate. Ah. Hab ich das denn nicht gesehen? That architecture again. Where is this gate going to lead me now? Quiet würde ich jetzt nicht sagen. And Nicole. Wasn't Nicole in the notes? Looks like some sort of food. It's not human food, though, and it's fossilized, too. Was wie Ingwer. Was? Though they are the same style, these huts are much simpler than the magnificent architecture I've seen up to now. Leute! Ich glaube, ich bin durch für heute. Ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren. Und ich dachte, das Spiel hört gleich auf irgendwann, aber es geht anscheinend noch weiter. Es geht noch munter weiter.
Ich würde sagen, wir machen hier morgen weiter.